Da sind wir auch schon wieder. Live aus Berlin, hier aus den wunderschönen Studios der Freaks. Und ja, ich bin nicht alleine hier für unseren kurzen Zwischentalk, während Johnny sich vermutlich umziehen muss oder irgendwie sowas. Ich bin nicht alleine hier, bei mir ist Jörg Adami und du bist Co-Founder der eSports Player Foundation. Und ich meine, wir haben gerade eben auch das schöne Servicestück gehört. Du wirst später auch noch in der Talkrunde am Ende des Tages mit dabei sein. Also Teamfight for eSports, ihr solltet da auf jeden Fall dranbleiben, denn das wird eine richtig tolle Gesprächsrunde. Aber Jörg, erstmal schön, dass du da bist. Freue mich, vielen Dank. Ja, also wir haben Großartiges vor. Jetzt in diesen nächsten 5 Minuten werden wir nicht Großartiges realisieren können, aber vielleicht können wir darüber sprechen, was wir jetzt gerade eben auch in dem Gespräch zwischen Johnny Anderton und Sola schon so ein bisschen angeschnitten und gelernt haben. Denn ich meine, euch als der eSports Player Foundation ist das Thema mentales Training, Gesundheit, also dieser ganzheitliche Ansatz an den Athleten und wenn es halt auch nur der eSports Athlet ist, auch der muss ganzheitlich gesund sein. Ich habe das extra so überspitzt gesagt und ich als eSportlerin darf das auch. So, und aber ihr sagt, dass diese Komponenten Gesundheit und mentales Training eben genauso wichtig sind wie Ingame-Coaching und ja, und stellt es somit auf eine Stufe. Absolut. Und das auch hundertprozentig überzeugt, ganz einfach deshalb, weil wenn du, also unser Job ist ja ganz einfach. Wir wollen helfen, ganz, ganz vielen die Chance zu geben, ihren Traum wahrzumachen, der Beste der Welt zu werden, aber gleichzeitig auch dabei Verantwortung zu übernehmen, dass, wenn es nichts wird, du nicht gnadenlos scheiterst. Und das ist, du kannst dir das vorstellen, du bist 14, 15, 16, hast Leidenschaft, hast einen Traum und gehst dann auch so ein Stück weit all in. Und dann trifft das in Deutschland halt relativ häufig auch ein feindliches Umfeld. Deine Eltern schlagen die Hände über den Kopf zusammen, sagen, ei, jetzt erstmal die Schule und was kommt denn und was wird denn, wenn es nichts kommt. Und ehrlicherweise muss man sagen, das Einzige, was sicher kommt, sind Blut, Schweiß und Tränen. Ganz, ganz viel Aufwand. Und ob es dann reicht, wirklich der Beste der Welt zu werden, das weiß keiner. Und wenn wir aber uns alle darüber freuen wollen und diese Vorbilder haben wollen, dann müssen wir auch etwas investieren in sie. Und jetzt nimm dir mal die Situation im E-Sports, da sind wir halt in vielen Bereichen noch nicht so weit wie in vielen anderen, in Kunst, Musik, Literatur, Sport vielleicht, wo du jahrelang aufgebaut wirst, weil das, was dann auf Weltniveau passiert, ist ja auch nicht immer nur Zuckerschlecken. Das weißt du, hast du selbst am eigenen Leib erlebt. Du stehst unter großem Druck, du hast ganz viele Menschen, die etwas von dir wollen. Du hängst vielleicht existenziell auch an einem Ergebnis. Du wirst bei einem guten Spiel himmelhoch jauchzend. Wenn du schlecht spielst, kriegst du im Chat auch mal ein paar nicht so nette Kommentare. Und da durchzukommen, das wirklich auch mental verarbeiten zu können, das machst du nicht mal eben, sondern dazu zählt eine starke Persönlichkeit. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, auch Spieler eben gesund und fit und mit Spaß und auch langfristig Karrieren zu halten. Und deswegen sind wir total überzeugt davon, dass man gar nicht früh genug anfangen kann, auch an diesem Aspekt zu arbeiten. Weil das, was du halt leisten musst auf absolutem Spitzenniveau, fordert dich halt zu 100%. Nicht nur skillmäßig im Game, sondern auch physisch, psychisch, dich als ganzen Menschen. Und das kriegst du nicht geschenkt. Und das kann auch kein Spieler sich alleine erarbeiten, gar nicht, wenn er alleine zu Hause sitzt. Und da sehen wir halt unseren Job, da zu unterstützen. Ohne Frage. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was auch trainiert und gelernt werden kann. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal die Parallele zu meiner Spielerzeit damals ziehen darf, da hatte ich gefühlt als Team-Captain IGL auch noch die Rolle des Mental Coaches inne und war quasi so eine One-Man-Army für ein ganzes Team. Und wir hatten da durchaus schon mal so die Unterhaltung, dass ich gesagt habe, ey, du musst die Runde selbstbewusster eröffnen. Geh doch um die Kurve herum und zieh das Crosshair dahin, wo es hin muss, weil du kannst das. Ja, du weißt ja, dass ich nicht so selbstbewusst bin. Ja, richtig, aber du kannst es. So, man kann es lernen, richtig, genau. Jörg? Absolut. Und jetzt mal, wie alt warst du da? 22, 20, 21? Und hast halt eine Rolle übernommen, 18. Wo du dich halt selber noch eigentlich auf dich, mit dir auch genug zu tun hattest. Ne? Also halt war ja jetzt nicht so, dass du es... Und das ist nicht gesund, schlicht und ergreifend. Und wir haben auch eine der Diskussionen ja, also ich kann mich noch gut erinnern, wo das immer noch argumentiert wird, ja, die Karrieren enden halt mit Anfang 20, weil die Reaktionsgeschwindigkeit im Tausendstelsekundenbereich abnimmt. Bullshit. Viele der Karrieren ändern halt so früh, weil du mit dem Druck nicht mehr klarkommst. Und jetzt ist halt glücklicherweise auch jeder Mensch anders und braucht eine individuelle Ansprache. Und du kannst sowas auch nicht mit einem YouTube-Video machen. Also wir reden halt über Weltniveau und Spitzenleistung. Und da hat jeder der Spieler verdient, auch ganz individuell als Persönlichkeit entwickelt zu werden. Und
das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir versuchen ja nicht einen Stereotyp zu bauen, sondern eben zu sagen, was bist du für ein Typ? Bist du der Extrovertierte, bist du der Introvertierte? Aber wie kann ich dafür sorgen, mit eben Top-Profis, dass du deine Persönlichkeit entwickelst und ja, glücklich durch deine Karriere kommst. Und deswegen ist uns auch ganz, ganz wichtig in der Arbeit mit den Spielern, dass wir sozusagen in allen Bereichen versuchen, absolute Top-Leute zu holen und die aber eben die Offenheit haben zu sagen, ja, das habe ich schon immer so gemacht, sondern es ist eine eigene Welt, dabei halt eben offen gegenüberstehen, aber einfach ganz, ganz viel Kompetenz mitbringen aus den Bereichen, wo sie schon lange arbeiten. Und das, was der Moritz da aufgebaut hat mit jetzt den über 20 Sportpsychologen, ist wahrscheinlich global das größte psychologische Projekt. Da kommen auch gerade unglaublich spannende Sachen raus. Und das macht totalen Sinn. Ja, natürlich, weil ich meine, es ist ja ein Ding, so eine Karriere beziehungsweise die Grundsteine zu legen und dann möchte man sie ja auch wirklich hoffentlich langfristig auskosten einfach. Und das sind so Faktoren und Mechanismen, die da die Spieler und Spielerinnen unterstützen. Absolut. Und wir sind sozusagen dann ja auch wieder bei einem gesellschaftlichen Thema. Also wenn wir wissen halt, was für eine Kraft, Potenzial, Chance auch im E-Sports liegt. Und wir wollen das halt nutzen. Also du kannst, glaube ich, ganz abstrakt dich halt an den Rand stellen, die Arme vor der Brust verschränken und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Oder du kannst halt sagen, Mensch, da liegt ganz viel Potenzial drin, hat riesen viele Chancen, hat auch Risiken. Und dann lass uns dran arbeiten. Und die Top-Sportler, die Top-E-Sportler, die Stars sind natürlich, also es ist jetzt ein uralter Mechanismus. Also du hast dich immer schon an Vorbildern ausgerichtet. Und wenn wir auch wollen, auch jetzt mal, dass wir mehr Top-Spieler aus Deutschland haben, dann ist es verdammt nochmal eine Verpflichtung, auch dafür zu sorgen, das möglich zu machen, schlicht und ergreifend. Und dann aber eben gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen für den Einzelnen, dass er jetzt nicht das Risiko alleine trägt und wenn es nichts wird, halt Pech gehabt, da kommt ein anderer, sondern dass wir ein faires System bauen, in dem jeder mit viel Einsatz, Leidenschaft und Aufwand, aber dann halt auch eine Unterstützung bekommt, die er einfach verdient hat. Ja, das ist echt wahnsinnig faszinierend. Jörg, wenn man sich darüber informieren möchte, wo kann man Informationen einholen? Also wie immer, ne? Also wir sind halt über alle Plattformen erreichbar. Wir sind aber auch, das muss man immer noch mal sagen, wir hatten diese Vision schon ein paar Tage länger. Ich selber war ja mal in der klassischen Sportförderung und habe dann gesagt, Freunde, wir haben eine riesen Kulturbewegung und wir müssen uns darum kümmern. Und jetzt sind wir halt im Januar 2020 angefangen. Wir sind immer noch im Aufbau. Es ist aber unglaublich geil zu sehen, wie ihr sozusagen halt das alles mit unterstützt. Und deswegen stehen wir trotz Pandemie gar nicht so scheiße da, sondern es entwickelt sich wirklich und muss sich auch noch weiterentwickeln. Und jeder, der uns irgendwie anschreiben will, Twitter, wir haben eine Website, wir sind immer erreichbar und freuen uns und ja, träumen und glauben auch wirklich daran, dass wir alle zusammen da was Geiles hinbauen können. Ja, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig gut, Jörg. Vielen, vielen Dank auch für das Herzblut, was du in diese Thematik steckst. Und wir müssen leider nur jetzt gerade dieses Gespräch hier an der Stelle kurz abbrechen mit dem kleinen Verweis, dass du ja später am Ende beziehungsweise in unserem letzten Segment nochmal in der Talkrunde mit dabei sein wirst. Und da werden wir uns sicherlich noch weiter über die Thematik unterhalten. Jörg Adami, vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es weiter in Köln drüben mit dem Johnny. Und mal gucken, ob er sich umgezogen hat.